Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner täglichen Dosis Angeberwissen. Hier der Mensch mit der Brille, mit dem Bart, das ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Mentalist und Gedankenleser und so ein Kram, ne? Sowas mal. Ja, ich genau. Bin Mentalist und Gedankenleser. Und ich bin der Sashi. Ja, und wir haben heute den 11. Februar und am 11. Februar hat Geburtstag wer? Raphael van der Vaart. Am 11. Februar 1983 wurde er geboren. Holländischer Nationalspieler, bei Ajax Amsterdam hat er gespielt, beim HSV hat er gespielt und ist Ex-Mann von der Sylvie van der Vaart. Ja. Ex-Stecher. Wieso muss ich bei van der Vaart immer an Furzen denken? Wahrscheinlich wegen dem englischen Wort Fahrt. Nein, nicht deswegen. Und am 11. Februar 2006 ist was passiert. Der US-Vizepräsident Dick Cheney schießt bei der Wachteljagd in Texas, wir sehen dich, einem anderen Teilnehmer auf der Jagd mit der Schrotflinte ins Gesicht. Ernsthaft jetzt? Ja, genau. Und diese Schrotflinte ins Gesicht und das Opfer musste 6 Tage stationär behandelt werden. Der hat es also überlebt. Er hat es überlebt, ja, genau. Wahnsinn. Aber diese Ladung Schrot ist halt irgendwie so. Ja, ich meine, ich würde mal sagen, der Kollege auf der anderen Seite fand es jetzt nicht so geil. Und das ist am 11. Februar 2006 passiert. So, mit Waffen haben die Amis einfach nicht drauf, ne? Oder? Nee, da hat es keiner drauf mit Waffen. Was ist noch passiert am 11. Februar? Ja, 1858 erschien die Jungfrau Maria das erste Mal in Lourdes. Ach. Wir freuen uns alle sehr. Ja. Glaubst du an sowas? Nein, ehrlich gesagt, also glaube ich nicht daran. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die an sowas glauben und denen das Halt gibt. Und das respektiere ich, aber ich selber glaube nicht daran. Ich respektiere es auch. Ja, ich will. Ja, ist ja gut. Meine Fresse. Und am 11. Februar. Ich darf doch mal Mitgefühl zeigen. Ja, Mitgefühl. Also, ja, komm. Ja, am 11. Februar ist auch Tag des Notrufes. 112. Ja? Oh ja, kennst du 112? Da habe ich im letzten Jahr sehr oft angerufen. Hast du? Ja. Weil? Wegen diversen Dingen. Kennst du das Wer, was, wo, wie, warten? Ja, klar. Ja? Warten. Also warten. Achso, warten auf Rückfragen. Ja, wer ruft an, musst du sagen? Ja. Was ist passiert? Ja. Wo ist etwas passiert? Wie viele Verletzte? Und warten auf Rückfragen. Ganz genau. Bedeutet also, dass jemand dann sitzt und dann nicht die ganze Zeit schnattern soll. Ich bin so nervös. Sondern er soll auf Rückfragen warten. Ganz genau. Ja, das ist bei der Notruf 112 ganz, ganz wichtig. Sehr wichtig. Ja, haben wir jetzt mal einen Bildungsauftrag hier erfüllt. Nicht, dass jemand sagt, Shoki Banoki ist ja nur Angeberwissen. Das ist auch hier richtig angewandtes Wissen. Ne? Und vielleicht noch eine Bitte, wenn ihr im Stau steht auf der Autobahn, bildet bitte eine Rettungsgasse. Bitte, bitte, bitte. Dann brauchen wir vielleicht auch nicht so oft die 112 zu rufen. Aber wenn der Stau schon ist. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, dann ist ja eigentlich auch schon zu spät. Ja, morgen wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Morgen ein bisschen durchdachter, weil der Marc ist ja morgen nicht dabei. Mal sehen, was es bringt. Ja, wer weiß, ob Sascha morgen noch da ist. Ja, werden wir gleich lernen. Wer weiß das schon. Ja, ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Bis morgen. Tschüssi.